Hallo, was machen Sachen? Ja, willkommen zurück zu einem neuen Tutorial für die Unreal Engine 5. Letztes Mal haben wir uns ja ein einfaches Landscape-Material angesehen. Heute machen wir das halt Next Level. Wir machen einiges Neues dazu. Wir hatten ja einige Probleme mit der alten Landscape. Zu einem war halt die Variation halt nicht so viel gegeben. Das werden wir heute auch zusätzlich ändern. Und wie versprochen, werde ich euch halt eine Art und Weise zeigen, wie man das alles automatischer machen kann. Ja, und um das alles aufzusetzen, gehen wir erstmal zurück in die Unreal Engine. So, einmal zurück zu unserer Landscape mit unserem letzten Material, was halt sehr einfach ist. Wir haben halt tatsächlich nur drei Materialien, die wir übereinander blenden und halt händisch pinseln müssen. Das wollen wir jetzt alles Next Level machen. Wir wollen sie halt einmal, wie gesagt, automatisieren, dass sie sich anpasst, je nachdem, wie hoch oder wie steil halt verschiedene Sachen sind, dass sich das anpasst. Und wir wollen das alles mit mehr Variation machen. Wir wollen halt zu einem die Farbe anpassen, gerade wichtig bei Gras, falls man jetzt halt eine Grasmesh hat, was man eben drüber tut. Das nicht farblich mit dem Grastextur, die man hat, passt. Sieht ein bisschen komisch aus, deswegen Farbanpassungen sind immer ganz wichtig. Und einmal, wir wollen mehr Variationen drin haben. Wir hatten ja schon mal vorher drüber gesprochen, die sind ja sehr eintönig, die Farben. Das wollen wir jetzt ein bisschen ändern mit Variation, also Variationen. Und das werden wir jetzt alles machen. Und da das jetzt alles doch sehr komplex ist und sehr, sehr viel wird, werde ich euch eine neue Funktion zeigen. Das sind halt Material Functions, wo man halt einfach Abschnitte von Materials halt in Funktionen unterbringen kann, dass man das halt einem Hauptmaterial einfacher hat. Klingt jetzt verwirrend und wahrscheinlich hat keiner eine Ahnung, was ich meine, der sich da nicht auskennt. Aber das werden wir halt, ihr werdet sehen, wenn es soweit ist. Das Erste, was wir da natürlich machen, wir müssen es erstmal alles erstellen. Wir gehen dazu in den Content. Ich mache jetzt einmal im Content Browser auf. Habe ich hier ein einzelnes Fenster. Sonst bin ich über den Content Drawer gegangen, aber ja. Hier gibt es auch diese Fenster. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe. Die kann man zur Not im zweiten Bildschirm machen oder so. Man hat vier Stück davon zur Auswahl. Wir sind auch schon im Testmaterial. Das erste, was wir brauchen, ist jetzt eine Funktion. Im Endeffekt brauchen wir drei, aber wir machen eine und machen dann halt es uns einfach und duplizieren die und tauschen dann einfach ein paar Werte aus, dass wir die dann halt für unsere drei Materialien haben. Ich habe mir auch neue rausgesucht. Also wir haben jetzt wieder ein Gras und wir haben einen Sand und einen Stein. Und dafür werden wir jetzt erstmal Funktionen anlegen. Dazu erstmal Rechtsklick, Materials und Textures, Material Functions. So. Ich nenne das Function. Machen wir erstmal für Gras. Und hier ist auch wichtig, dass wir alles vernünftig benennen. Wir wollen das dann später auch anpassen können. Und wenn ihr das nicht vernünftig benennt, ja, dürft ihr suchen. Wird kompliziert. So. Wir haben jetzt erstmal nur diesen Output. Der sieht jetzt erstmal anders aus, wie das, was wir durch Materials gewohnt sind. Wir haben ja diesen Blockkasten mit jede Menge Zeug, Base Color, Roughness, Metallic und so weiter. Den holen wir uns jetzt auch. Make Material Attributes. Hier ist auch schon direkt angezeigt. Zack, auch schon connected. Hier haben wir dieses ganze Gedöns. Den kennen wir ja auch schon vorher von den anderen Materialien. So, jetzt wird es halt komplizierter und mehr. Fangen wir einfach am Anfang an und holen uns erstmal eine Base Color. Ich gehe meine Megascans, Surfaces und okay, welches von dem Messy Grass war jetzt Messy Grass war jetzt das neue? Das gleiche, habe ich einfach exakt das gleiche runtergeladen. Das kann wahrscheinlich sein. Nee, es nennt sich ein bisschen anders. Okay, egal, ich nehme jetzt aber das. Wir nehmen jetzt erstmal die Base Color. Ach, wenn wir schon dabei sind, komm, holen wir die auch noch dazu. Die brauchen wir eh gleich. Ich packe die mal nach da unten. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Base Color. Das erste, was wir machen, wir wollen ja eventuell Tiling anpassen, also holen wir uns unter wieder in Landscape. Landscape kurz rein. Landscape. Wenn man schreiben kann, ist das alles einfach. Layer, ach, Landscape Layer Chords. Ich habe das Layer vergessen, finde ich es nicht. Okay. Landscape Layer Chords. So, dann packen wir da rein. Wir machen den Scale. Was hatten wir gehabt? Ich glaube 5 oder so. Ja, ich winke wieder. So, okay. Das nächste, was wir machen, wir wollen ja die Farbe anpassen. Da können wir entweder die Route gehen oder ein Multiply. Ich werde euch aber eine neue Node zeigen, die in dem Fall, finde ich persönlich, besser funktioniert. Die macht das Blending alles nochmal ein bisschen schöner. Das ist der Linear Interpolate. Und ihr müsst aufpassen, hier gibt es einige, die heißen ziemlich ähnlich. Wir brauchen den bei Math, also bei Mathe. Den brauchen wir. Da haben wir auch hier wieder A und B und dann können wir über eine Alpha blenden.
quasi in dem, was es tut. Wir haben eine Textur bei A, eine Textur bei B und bei der Alpha sagen wir, wie viel von was wohin soll. Also wie viel A soll man haben und wie viel B soll man haben. So, wir brauchen ein bisschen was zu mischen. Durch den Lerp können wir jetzt nicht einfach wie bei einem Multiplayer eine zweite Farbe nehmen, die sich halt dann drüber legt, sondern wir müssen diese Textur nochmal einfärben, um sie dann drüber zu legen. So, das machen wir einmal mit Blend Overlay. Der kommt in die B. Und diesen passen wir an. Dann haben wir Constant Vector 3. Oder auch nicht. Constant Vector 3. Da haben wir. Hinten packen wir rein. Und den wollen wir bearbeiten. Also machen wir daraus einen Parameter. Und den benennen wir jetzt clever. Wir nennen ihn Gras. Farb an. Passung. Wir müssen ja wissen, für welche das ist. Und diese Sache müssen wir später auch dran denken, dass wir die in den anderen Funktionen umbenennen, weil sonst haben wir überall Gras und es macht überall das Gleiche. Das ist ein bisschen doof. So. Den Default-Welle setzen wir einfach mal auf weiß. Und okay. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Wert, der angibt, wie viel A und wie viel B wir haben möchten. Dann brauchen wir einen Constant Vector, den hier. Den lassen wir mal bei 1. An für sich völlig egal, wir machen auch einen Parameter raus. Und nennen den Farbstärke. Ich glaube, das macht so Sinn. Dann weiß ich, was gemeint ist. Also einfach, das ist die Farbe an sich und das ist, wie viel Farbe will ich da eigentlich drin haben davon. So. Ein bisschen weit weg. Machen wir hier nochmal hin. Und dann brauchen wir, weil wir noch Variationen haben möchten, das machen wir ein bisschen später, machen wir noch einen Multiply. Und den müssen wir tatsächlich dann bei B einfügen. Das weg. Und in die Base Color. Da machen wir gleich noch was dazu. Das kommt später. Wir packen jetzt erstmal das hier alles an die... Alles an die Seite. Aber hier C, ein Comment. Base Color. Ich habe auch zwei Comments. Was ist denn jetzt los? Okay, ich brauche hier einmal Base Color, damit ich weiß, was es ist. Das brauchen wir, wie gesagt, gleich. Damit machen wir unsere Variation. Konzentrieren wir uns aber erstmal auf den anderen Quatsch hier. Bei der Normal haben wir es einfach. Na, dann machen wir das hier schon mal hin. Die Normen lassen wir unverändert, die wollen wir nicht anpassen. Die kommen einfach auch mit dem Multiply dahin. Der wird auch später nochmal eingefügt. So. Der wird auch später nochmal angepasst. Und natürlich müssen wir hier, zieh den mal hier runter. Hier. Und wir machen ja noch gleich unsere gepackte Textur rein. Wir wollen ja überall das gleiche Tiling haben. Das wäre erledigt. So, das gleiche machen wir auch hier für unsere gepackte Map. Da das hier eine ist aus der Bridge, brauchen wir halt hier nur zwei. Einmal für die Ambient, die rot ist, und einmal für die Roughness, die grün ist. Falls ihr selber welche macht oder die aus Substance Painter oder Substance Designer rausholt, solltet ihr vielleicht bei der Metallic noch was dazu machen. Aber normalerweise ist die ja bei Böden ja eh schwarz. Außer ihr habt halt irgendwie Metallboden, dann sollte man sie anpassen. Aber normalerweise braucht man bei vielen Böden, da ja Böden meistens aus Stein, Erde und so Zeugs bestehen, halt nicht unbedingt Metallic. So. Wir wollen aber hier noch ein bisschen die Roughness anpassen, also brauchen wir noch einen Multiply. Den packen wir jetzt aber normal auf A. Und hier wieder einen Constant Vector. Dann machen wir auch wieder einen Parameter draus und Roughness. Was. Wenn wir schon alles anpassen können, dann halt, ja, ich alles. Das packen wir in die Roughness und das packen wir in die Ambient. Wo bist du? Da. So. Das ist jetzt alles so ein bisschen wirrwarr, aber das ist jetzt alles nicht so schlimm, deswegen machen wir ja die Funktion an für sich.
Das machen wir halt einmal und dann ist das Wirrwarr weg, weil wir das wahrscheinlich nicht mehr öffnen müssen. Das ist alles ein bisschen Kabelwirrwarr, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Dafür machen wir die Funktionen. Wir hätten diesen Quatsch dreimal und noch ein bisschen mehr. Da kommt jetzt noch was dazu, weil wir haben ja unsere Multiply noch offen. Da machen wir jetzt eine Variation rein und das geht folgendermaßen. Wir gehen hin und holen erstmal uns Texture Coordinates, die normal. Brauchen wir drei Stück. Wir wollen ja angemessene Variationen drin haben. Drei finde ich eine gute Sache. Man könnte auch zwei nehmen oder fünf. Aber drei finde ich jetzt eigentlich schon mal ganz gut. So. Und diesmal brauchen wir hier einen Multiply. Den brauchen wir auch dreimal. Drei Lobs, drei Textures. Ja. Drei Texture Coordinates, drei Multiply. Die machen wir auch ineinander. So, wer denn möchte, kann hier auch Parameter einfügen. Ich mache das jetzt nicht. Ich nutze einfach halt feste Werte und sage, okay, du bist 0,2 ist, glaube ich, mal ein guter Wert. Dann nehmen wir mal 0, was können wir nehmen? Nehmen wir 6. Und dann 0,03. Warum auch nicht? Ui, guck sie traurig. Ich muss echt die Emotionen ausschalten. Ja, das sind jetzt halt wieder Werte, die ich halt einfach so random genommen habe. Aber so um den Bereich müsste das funktionieren. Wenn nicht, könnt ihr es immer noch ein bisschen anpassen. Aber normalerweise um den Dreh sollte das funktionieren. Das nächste, was wir brauchen, ist eine spezielle Textur. Aber keine Sorge, jeder, der den Starter-Content hat, hat die natürlich auch. Wo haben wir sie? Hier. Makro-Variation. Das ist ja das, was wir machen. Wir machen Mikro, Makro. Steuern C, Steuern V, Steuern C, Steuern V. Wir brauchen es auch ganze dreimal. Und das gibt uns jetzt einfach verschiedene Größen von dem gleichen Bild heraus. Komm, machst du dich jetzt da rein. So, wie ihr seht, haben wir jetzt halt die Textur dreimal verändert. Wir haben quasi jetzt drei verschiedene Texturen, obwohl es halt in der Basis eine ist, weil halt es anders eskaliert. Aber das gleiche kennt ihr ja schon. So, bei der Node ist jetzt wichtig, das nächste, was wir brauchen hier nur den R-Kanal, nicht den RGB, nur den roten. Dann brauchen wir ein Add. Das brauchen wir bei 0,5. Steuerung C, Steuerung V. Wir brauchen, hallo? Wir brauchen das Ganze. Auch wieder dreimal. So. So, und dann müssen wir das alles mal ein bisschen verbinden. Wir brauchen einen Multiply. Einmal hierfür und einmal hierfür. Und einmal hierfür und hierfür. So, das nächste, was wir brauchen, ist ein Constant Vector 3. So, und einen neuen Lerp. Hier haben wir wieder was anderes. Hier müssen wir aufpassen. Also A ist unsere Farbe vom Vektor. Dann Constant B bleibt auf 1. Und in die Alpha machen wir unseren Multiply rein. Wenn wir ihn denn erwischen, machen wir ihn da rein. So. Das hier setzt ja auch bei unserer Variation. Das, was hier im Lerp ist, das muss in den Multiply rein. Ich mache mal einen Doppelklick hier drauf. Auf unsere Schnur. Und dann haben wir halt einen Ankerpunkt. Ich weiß nicht genau, wie sich das nennt. Ich mag sie nicht. Die verwirren mich noch mehr. So. Alles in Multiply eingedockt. Kommen wieder da hoch. So. Soweit, so gut. Das war jetzt unsere erste Funktion. Davon brauchen wir jetzt drei, weil wir drei Materialien nutzen. Also halt unseren Sand, unseren Stein und unser Gras. Das ist jetzt hier fertig. Und dass wir das alles nicht nochmal machen müssen und einzeln einfügen müssen, machen wir uns einfacher. Unsere Material-Gras-Function.
Duplicate. Und dann machen wir einmal hier Stein draus. Doppelklick zum Öffnen. Hier müssen wir ein paar Sachen anpassen. Zum einen unsere Texturen. Ich packe das mal hier rüber. Es hat mir gesagt, das war Stein, also das Sedimentar war Stein. So, dann einmal die Base Color rein. Das ist ja kein Gras mehr, also müssen wir Steinfarbanpassung. Auch hier. Steinfarbstärke. Und bei der Roughness. Auch Stein. So. Ach ja, hier die Texturen sollten wir eventuell auch anpassen. Einmal die Normal und einmal die Gebäckte. Und das wird gespeichert. Auf Browse. Ach, eventuell sollten wir das Tiling. Dann machen wir mal 3. Das Tiling müssen wir gucken, ob wir das eventuell anpassen müssen. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe ja neue Materialien. Wir werden es herausfinden. Eventuell sollten wir einfach überall mal die 1 machen. Und so rumarbeiten. Einfach mal gucken. Ja, nochmal ins Gras rein. Machen wir auch nochmal die 1. Und dann duplizieren wir das nochmal. Für den Sand. Doppelklick da drauf. Thai Beach Sand. Und dann hier das gleiche Spiel nochmal. Texturen anpassen. Einmal den Sand. Einmal umbenennen. Einmal Sandfarbanpassung. Und Sandfarbstärke. Sand Roughness. Dann brauchen wir hier. Einmal die Normal. Und einmal die Gepickte. So. Das wird gespeichert. Und das kann alles zu. Zurück zu den Materialien. Ein neues Material für die Landscape. Neu. Doppelklick drauf. So, wir sind unser Landscape neu. Ja, wir brauchen aus dem. So, unsere Functions holen wir mal rein. Mal sehr groß. So, wir haben unsere 3 Funktionen drin. Wir brauchen jetzt auch keinen Layer Blend. Weil wir wollen ja nicht zeichnen, wir wollen, dass die Engine die Arbeit für uns übernimmt und wir halt nur ein paar Regler hin und her schieben. Ja, und dazu braucht man eine andere Node. World Align Blend. So, hier sind jetzt 2 Werte erstmal für uns wichtig. Einmal die Sharpness, die einmal angibt, ja, wie scharf ist jetzt eigentlich die Kante zwischen den Materialien? Ist das ein weicher Übergang, ein harter Übergang? Und ab hier, ab welchem, welchem Wert soll jetzt welches Material angewendet werden. Brauchen wir erstmal 2 normale Nodes. 2 normale Werte. Einmal für den Sharpness und einmal für den Bias. Einmal Parameter. Sharpness. Ich muss es ja irgendwie unterscheiden können. Und Converto-Parameter ist Bias. So, dann gehen wir aus der Explicit Normal Blend mit Material Attributes, da haben wir es doch. Okay, ich habe jetzt Stein genommen, also müssen wir Stein und Sand nehmen. 1 Sand, 1 Stein. Man soll vielleicht alles drum machen. Dann machen wir das Ganze nochmal. Den Teil brauchen wir noch. Achso, wir müssen ja vielleicht erstmal ein paar Parameter eingeben. Ja, mach mal, keine Ahnung.
30 auf minus 50. Und das brauchen wir nochmal. Streuen Dann wollen wir mal sortieren. So. Weil wir brauchen ja auch noch was für unser ja, Gras. Und das sind B, das ist A. Und dann machen wir hier 50 und 50. Sagt Parameter können wir anpassen. So, dann müssen wir hier Break Materials Attributes, weil wir brauchen ja unsere einzelnen Stöpsel wieder. Base Color, die Roughness, die Normal und die Ambient. Speichern. So, ich hatte hier kurz einen kleinen Denkfehler gemacht, weil es nicht funktioniert. Was oben ist, ist tatsächlich oben drauf. Es ist andersrum. Also, was ganz oben steht, ist der unterste Layer und was unten ist, ist der oberste Layer. Also, ja, da habe ich einen kleinen Upsi gemacht. So funktioniert es besser. Jetzt wollen wir aber irgendwie den Sand hier noch reinkriegen. So, haben wir hier so einen leichten Tint drinne mit dem Sand. Ich hätte da vielleicht einen anderen Stein nehmen sollen. Das, ja, war nicht so überdacht. Also sieht man halt, worauf ich hinausgehen wollte. Ja, ich hätte vielleicht erst mir Gedanken machen sollen, dann Materialien holen sollen. So. Und das Ganze ist natürlich intuitiv. Wir können das hier alles mal ein bisschen flatten. Mal die Stärke und die Size mal höher. Dann sieht man es besser. Dann mal eines einblätten. Schon ist alles grün. Und wenn wir dann hingehen und scalpen, zack, haben wir hier unseren Slope. Dann halt unser, ja, der Sand, der sich damit eingeschmuggelt hat. So, und jetzt haben wir das halt alles interaktiv. Wir müssen das einmal aufsetzen und ja, die Engine regelt das für uns. Wie gesagt, man haben ja auch natürlich noch mehr Variablen zum Anpassen. Wir können zum Beispiel hier beim Gras die Farbe ein bisschen anpassen. Haben wir keine Ahnung. Wir wollen dunkleres Grün. Die Farbstärke. Gleiche natürlich auch für unseren Stein. Keine Ahnung, machen wir ihn jetzt einfach, weil wir es können. So dunkelrot. Man muss dann Sand, Steinfarbstärke, ein bisschen runter. Wenn er so rot getintet ist, so, keine Ahnung. Dann machen wir unseren Sand einfach, weil wir es können, machen wir den blau. Obwohl, so sieht es eigentlich ganz lustig aus. Ja. So sieht Natur aus. Wunderschön. So, und das war's, unser ja, fortgeschrittenes Landscape Material. Wir haben halt sehr viel anpassen können. Das Tutorial war schon sehr lange. Ich hoffe, es ist was hängen geblieben. Ihr hattet Informationen gekriegt, die ihr gebraucht habt. Ich hatte mit mir gehadert, ob ich da vielleicht zwei Parts draus mache, weil es halt schon sehr viel ist, dass ich halt einen Part mache für die Funktionen und Variablen. Ja, und einen Teil haben dann für das Automatisieren und so weiter. Aber ich dachte mir, ja, irgendwie gehört das jetzt doch schon zusammen. Aber ich mache das einfach zusammen in einem Video. Das passt schon. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ja, was daraus gelernt. Ihr könnt auch so tolle, ja, mehr Sci-Fi-Landscapes machen. Man muss das alles ein bisschen tweaken, ein bisschen einstellen, bis das alles so passt. Landscapes sind halt immer Sachen, da muss man halt ja, doch sehr viel Arbeit reinstecken und nicht einfach so, ja. Erst was runterladen, dann überlegen, was man eigentlich machen will. Jetzt hatte ich halt den Sand da drin, weil der halt da ist. Jetzt habe ich ihn halt lila gefärbt, weil warum auch nicht? Jetzt ist ein Alien-Planet. Da gehört eigentlich mehr Gedanken dazu, wie man sowas sich gestalten kann. Aber ich wollte euch ja einfach nur zeigen, wie es funktioniert. Schön machen müsst ihr es, wie gesagt, immer selber. Ich bin nur da, um euch Tools zu zeigen. Ein bisschen was ist hier auch kaputt gegangen, wie man sieht. Ich habe bei der Landscape ein bisschen was zerstört. Egal.
Aber ich hoffe, ihr habt was lernen können, ihr habt ein bisschen Freude jetzt an eurem neuen Tool. Das nächste, was wir uns dann anschauen werden, ist nochmal Word Machine. Da machen wir in Word Machine unser Landscape plus Material. Das ist nochmal eine andere Art, das Material zu erstellen mit Hilfe von Masken. Dann haben wir, glaube ich, fürs Landscapen und das Paint an sich erstmal alles durch. Wir haben halt selbst Paint Landscapes, wir haben jetzt diese automatisierten Landscapes, wir haben halt auch selbst eine Landscape erstellt. Demnächst machen wir eine halt mit Word Machine über eine Heatmap, aber wie gesagt, dann, wenn es soweit ist. So, dann haben wir noch zwei andere Themen zum Thema Landscapes. Einmal halt Wasser und einmal Foliage. Das kommt dann auch noch. Dann haben wir das erstmal abgehakt. Dann können wir uns dem nächsten Thema widmen. Eventuell gehen wir Blueprints. Vielleicht machen wir noch ein paar Materialien oder so weiter. Mal gucken. Schreibt mal in die Kommentare, was euch interessiert.